gibt zwar auch einen schnellen Wechsel von C auf D7, aber wenn ihr euch das anguckt, ihr habt hier bei C den Finger liegen und von daher braucht ihr wirklich ganz einfach den nur liegen lassen und auf D7, da müsstet ihr das schaffen, auch wenn ihr noch nicht so lange spielt.